Hallo, ihr Stereotypen-Italiener. Nennt mir bitte die Quelle dieser bösen Cola. Wir wissen gar nichts, außer dass die Wahrheit... Und damit begrüße ich euch zurück zu Simpsons Hit and Run. Wir schnappen uns heute Apu und werden Level 5 angehen. Wir sollten auf jeden Fall in Level 5 schauen, dass wir möglichst viele Coins mitnehmen. Nicht wahr, dass wir jetzt hier auch noch diese indische Musik bekommen. Naja, gut. Oh, hier haben wir gleich die erste Wespenkamera, die ich gern gleich mitnehmen würde. Mir schon... Okay. Wie soll ich die denn kaputt machen? Hä? Ah, okay. Wir müssen der jetzt quasi hinterher rennen. Und alter Schwede, die ist deutlich... Das hätte ich nicht gedacht, dass die Wespenkameras schwerer kaputt zu bekommen sind. Dann an einem bestimmten Punkt. Aber es ist tatsächlich so. Wow. Okay. Wir sollen auf jeden Fall irgendwo hinfahren. Ich weiß nicht, wohin. Die Pfeile zeigen es mir auch nicht wirklich an, wo ich hin muss, weil, warum auch, ne? Aber wir sollen irgendein... Alter, Apus Fahrzeug ist auf jeden Fall reichlich schnell. Das kannst du anders nicht sagen. Also das kannst du anders nicht sagen. Das Ding ist auf jeden Fall schnell. Und wie hier teilweise die Spuren gewechselt werden, ja, wird halt einfach rübergezogen. So, hier können wir noch was kaputt machen, das machen wir gleich mal. 300 Pferde voller Stärke. Okay, also hat die Karre von Apu scheinbar 300 PS. Da brauchen wir uns natürlich nicht wundern, dass das Ding so viel Power hat. So, gibt es hier auch eine Wespenkamera wieder? Das ist nicht gut für meine Versicherung. So. Nie zuvor habe ich eine solche Schande auf vier Rädern erlebt. Ach komm, jetzt sei ruhig, Apu. Uff. Aber wir randalieren hier schon mal wieder ordentlich. Auf dem... Weg, beziehungsweise auf der Suche nach dem blauen Punkt. Ich weiß gar nicht, warum es mir nicht anzeigt, wo ich hin muss. Ja, das ist schon ein bisschen nervig, aber hey. Hey, hättest du lieber eine Zeitung mitnehmen? Halt die Klappe. Lass mich mal machen, Kollege, ja. Lass mich einfach mal machen. Oh, schaut mal, hier ist die eine erste Actionkarte. Sorry, ich weiß, ich bin gerade eigentlich... Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das Ding hier bewegt oder... Okay, wie komme ich hier hoch? Warum springt Apu so geil? Das muss mir auch mal einer erklären. Warum springt Apu so fantastisch geil? Aber wie kommen wir hier hoch? Das ist die Frage. Weil... hier oben ist auch eine Wespenkamera. Ah, ich sehe schon. Beziehungsweise ich hätte vielleicht eine Idee, wie wir hier hochkommen. Und zwar... müssen wir dafür mal wieder hier hoch. Ich glaube, hier hatte ich mir damals ein Auto hingestellt. Ja, hier müssen wir uns ein Auto hinstellen. Verdammt, ich eins! Lenny wurde hier erstmal hart überfahren. Ich brauche ein Fahrzeug. Hier, komm her. Genau. Oh, stopp, stopp, stopp. Ich habe eine andere Actionkarte gefunden. Die nehmen wir auch gleich mit. Yeah, geil. Sammelkarte Pinpost-Trikot. Schieb deinen Briefumschlag unter der Tür durch. Und ich glaube, damit sollten wir auch den ersten Gag des Levels haben. Läuft bei uns. Aber läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du musst dich jetzt mal hier verpissen. Ja, weil ich würde gerne die Karre genau hier parken. Um eben jetzt hier hochzukommen. Genau so. Jawohl. Läuft doch. So, von hier dann da drüber irgendwie. Was gibt's denn hier noch? Kann ich eine andere Kameraperspektive vielleicht haben? Nein, schade. Das ist sehr schade, dass ich keine andere Kameraperspektive bekommen kann. Aber ich könnte hier trotzdem irgendwie aufs Dach drauf. Ja, na klar. Einfach zack. Und zack sind wir hier oben drauf auf dem Dach. Hier ist eine weitere Wespenkamera. Und schwupps. Also, die Wespen, ihr habt es ja gesehen, die haben jetzt hier so eine blaue Schutzkugel. Die müssen wir quasi erst kaputt treten, bevor wir denen Schaden zufügen können. Ungefähr so.
Ja, toll. Wie soll ich denn an die Münzen jetzt rankommen, ey? Das ist doch auch schon wieder Betrug hoch 10. An die komme ich jetzt wieder nicht ran. Danke für nichts. Einfach mal. Einfach mal danke für nichts. So, ich würde jetzt aber gern hier runter, so dass ich vielleicht hier drauf lande. Yes, genau so. Genau so wollte ich das. Von hier, hier rein. Hier rein. Und ich höre schon wieder eine Wespe. Alter, kann ich eine andere Kameraperspektive bitte haben? Wow! Aua! Du scheiß Wespe! Nein! Das kostet alles Münzen! Oh. Lass mich in Ruhe und stirb! Oh. Yes! Meine Fresse, war die wieder schwer kaputt zu kriegen. Mann! Alter, das kostet halt alles Münzen ohne Ende. Und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe halt kaum noch welche. Wir müssen uns auch hier bestimmt wieder diversen Schmutz kaufen. Halt echt Angst, dass es irgendwann dann nicht mehr reicht. Und ist dass es dann in mega nerviges Münzensammeln ausartet. Okay, holen wir uns aber erstmal. Alter, wenn du jetzt hier abgestürzt wärst ohne die Sammelkarte mit. Oh. Dinge sammelt, komme ich mir vor wie ein Amerikaner. Ah ja, Apu. Gut. Also hätten wir auch das eingesagt. Jetzt sind wir doch gleich mal ein Stückchen vorwärts gekommen, was so die Nebenquests angeht. Ja, klar, wir könnten jetzt auch bei Mo reinschauen und ein paar Gags machen. Aber ich denke, das wird sich dann später auch noch ergeben. Ich will jetzt erstmal schauen, ob wir vielleicht nicht doch irgendwann mal irgendwo den Truck finden. Ah! Ich habe so das Gefühl, ich weiß schon, wo der ist. Aber, halt die Klappe hier mal ganz kurz. Und dann meine ich, habe ich schon wieder was anderes gesehen. Shiva lächelt über so ein Benehmen. Hoffentlich habe ich in meiner Hose Platz dafür. Steigst du aus? Danke, Apu. So, wir müssen jetzt den Truck, glaube ich, nehmen. Oder? Nee? Was ist unser Plan jetzt hier? Muss mich hier hinten posten. Aufräumarbeiten in Reihe 1. Also dort hinten war irgendwie was. Ich weiß nicht, halt nicht, ob ich mich dort mit meinem Auto hinstellen muss oder. Hier ist auch eine weitere Actionkarte und eine weitere Wespenkamera. Raus hier mit dir, Apu. Raus mit dir. Schauen wir uns die Wespenkamera an. Yes! Boah, die Wespenkameras stellen mittlerweile schon eine richtige Gefahr dar. Vor allem, weil die eben jetzt diese zwei Kicks brauchen, um kaputt zu gehen. Also auch die Konkurrenz schläft nicht, verbessert die Wespenkameras. Ja, das muss man der Konkurrenz lassen. Und hier ist eine weitere. Und hiermit ist eine weitere Wespenkamera kaputt. Ah, nicht abschützen. Okay. Yes. So können wir das Ding quasi mit einem Hieb zerstören. Jetzt haben wir schon immerhin 300, hast du nicht gesehen, Münzen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und da drüben ist noch eine Actionkarte, die ich gleich gern mitnehmen wollte. Ja, ich weiß, eigentlich habe ich ja gesagt, wir machen immer erstmal die ganzen Hauptquests und so. Na, ich weiß. Aber ja, machen wir halt nicht. Okay. Wäre halt cool, wenn ich hier in aller Gediegenheit drüber komme. Weil, ich weiß doch, beim letzten Mal bin ich hier schon 700 Mal abgestürzt. Darauf würde ich gern verzichten. Alter Apu! Mach doch keinen Scheiß mit mir. Yes! Noch eine Wespenkamera. Alter, wie viele Wespenkameras gibt's hier? Das ist ja... Wow! Wow, Alter, jetzt habe ich ja fast schon so viele Wespenkameras gemacht wie im letzten Part, wo es darum ging, Level 4 zu vervollständigen. Noch eine! Also,
wahrscheinlich müssen wir diesmal hier in dem Level hinterher nicht viel suchen. Weil jetzt hier schon alles mitnehmen. Die Sammelkarte nehmen wir mit. Babyfütterung. Und super. Sehr gut. Hätten wir das auch? Wo ist mein Fahrzeug eigentlich? Ah, hier vorne. Das habe ich ja so ganz professionell geparkt. Und jetzt schauen wir nochmal, ob ich nicht hier diese Mission jetzt endlich mal wie ein normaler Mensch starten kann. Ja. Ich glaube, hier ging es links rein. Genau. Hier. Weißt du nicht, muss ich hier stehen? Was ist der Plan jetzt hier? Fahr zum Cola-Laster und stell dann zu Fuß Untersuchungen an. Okay. Ich habe verdorbene Cola verkauft. Wenn ich das nicht wieder gut mache, werde ich als Seegurke wiedergeboren. Oder was noch schlimmer ist, als Landgurke. Ich muss die Quelle dieses bösen Getränkes finden. Auf der Getränkerechnung steht diese Adresse, aber ich sehe keine Cola-Fabrik. Oh, ein Cola-Lastwagen. Zeit für mich, den Hindu zu spielen, der ich bin. Ich habe dem Namen Nahasa Bema Bettilan zu Ruhm verholfen. Folgt dem Cola-Laster und sammle alle Beweise. Lass keine Cola-Kästen stehen. Ja, nee, ist klar. Ich werde mich beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Verpiss dich. Ja, können wir wahrscheinlich gleich nochmal starten, so wie das hier aussieht. So, Gegenstand fallen gelassen. Wo ist denn der? Achso, hier vorne ist der Gegenstand. Noch ein Gegenstand fallen gelassen. Jo, Mission fehlgeschlagen. GG. GG, würde ich mal sagen. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Ich sag mal so, wenn du weißt, wo dieser scheiß Laster langfährt, ja, dann ist es schon mal einiges wert. Aber warum ist der so fucking schnell? Das geht nur dich und mich was an, Zufallsobjekt. Ich kann mein Haus von hier oben sehen. Ja, schön, Apu. Herzlichen Glückwunsch, dass dein Haus von hier. Dein Haus von hier oben sehen kann. 3 von 11 haben wir eingesagt. Sollten halt trotzdem mit einem gewissen Abstand fahren, dass wir noch reagieren können, um irgendwelche Cola-Kisten einsacken zu können, genauso wie die hier. Puh, Alter. Vor allem, warum kommt diese Cola-Kiste nicht direkt hinter der Karre raus, sondern irgendwo random. In 10 Kilometer Umkreis. Ich habe nicht mehr als 4-mal ausgeraubt, während ich hier herumfahre. Ich muss mich beeilen, sonst wird meine Verlobte mich bestrafen. Was es halt auch nicht wirklich einfacher macht, ist diese indische Musik hier beim Fahren. Also ich weiß nicht, ob die entspannt sein soll oder irgendwas. Keine Ahnung. Also. Das geht nur dich und mich was an, Zufallsobjekt. So, wieder ein Stückchen Abstand herstellen. Ja, genau, jetzt nehme ich eine Cola-Kiste. Danke, du Bastard! Verpatz dich! Okay, jetzt geht's hier links. Okay. Ja, drop mal. Die droppen vor allem halt immer mal random links bzw. rechts von der Karre, die Cola-Kisten. Ja, jetzt bleibt der ja auch noch stehen, der Eimer. Hier ist im Übrigen eine Wespenkamera, nur zur Erinnerung. Ja, falls wir mal wieder welche suchen. Alter! Drops halt noch räudiger. Sieben von elf. Wie der hier die Autos wegräumt, ist das geil. In Reihe 1. 8 von 11. Was? Shiva lächelt über so ein Benehmen. Verpiss dich! Und vielleicht etwas zurückhalten. Wie unproduktiv. Nein! Nein, ach komm, das ist doch schon wieder. Was ist das für ein Schwachsinn gewesen? Weißt du, der fährt irgendeinen Dünsch zusammen. Kracht mir diese scheiß Cola, dieses Cola-Paket irgendwo in die Mauer. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Rowdys Pornografie in die Hochzeitsmagazine gepackt. Mann. Ja, das ja auch schon wieder. Komplett abseits der Strecke.
Lächerlich sowas. Absolut lächerlich. Und das Ding auch schon in die Wand reingepackt. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Lass mir doch jetzt eins im Flug noch liegen. Meine Fresse. Schön, dass du Platz machst für die Cola-Kiste, Kollege. Der macht wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Also sowas Bescheuertes, müsst ihr mal angucken, ey. Dort oben ist im Übrigen... Ja, genau! Genau, wo das Ding wieder gedroppt wird. Dort oben war im Übrigen auch eine Action-Karte. Alter, wie dieser Krankenwagen halt auch einfach weggeschoben wird, ne? Geil. Das war deutlich angenehmer. Das war ja letztes Mal hier genau zwischen den Feuerwehrautos. Ja, das war auch richtig undankbar. So, jetzt droppt er gleich wieder irgendwo. Ja, wieder hier. Und vor allem kurz vor Schluss hat er... fahren wir jetzt anders lang? Okay. Diesmal fahren wir hier links lang, auch in Ordnung. Ja, genau, wo er das Ding auch schon wieder hinlegt. Gegenstand fallen gelassen, okay. Gesetzestreue Geschäftsleute. Sieht aus, als ob Abu Nahasa Pima Petilan es mit der Mafia zu tun hat. Okay. Hallo, ihr Stereotypen-Italiener. Nennt mir bitte die Quelle dieser bösen Cola. Wir wissen gar nichts, außer dass die Wagen von mysteriösen Fremdlingen kontrolliert werden. Trotzdem sollten sie ihre Nase nicht in die Angelegenheiten anderer stecken. Das könnte sie irgendwann heimsuchen. Und ihre Familie. Ach du meine Güte, deine kaum verschleierte Drohung hat mich an meine Vaterpflichten erinnert. Ich soll die Achtlinge vom Arzt abholen. Fahr zum Krankenhaus, ehe die Zeit abgelaufen ist. Geh der Menge aus dem Weg. Ich muss zugeben, der Geruch von frischer Luft ist wesentlich angenehmer als der Gestank des Hotdog-Grills. Geh der Menge aus dem Weg. Verfass dich! Kann es vor allem sein, dass du jetzt keine Pfeile mehr angezeigt bekommst, wo du langfahren musst? Doch, okay. Ich dachte schon, ey. Au, ich hab mir den Schädel angehauen. Ja, aber da kann ich auch nichts machen. Ich glaube, hier hätte ich durchfahren können. Na egal, ich glaube, wir haben noch genügend Zeit. Ich werde mich in Zukunft vielleicht etwas zurückhalten. Na klar, Hit and Run jetzt noch. Verpiss dich! Oh nein! Aufräumarbeiten in Reihe 1. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was willst du mit deiner verrückten Fahrweise beweisen? Na klar, erwischt. Warum auch nicht, ne? Verpiss dich! Das dahin getan. Oh fuck. Das macht doch keinen Sinn. Ein netter Versuch, du Trottel von Fahrer. So, jetzt aber ins Krankenhaus fahren. Alter, da wirst du doch behindert hier. Vor allem halt auch schon wieder einmal Hit and Run geschafft. Mission erfüllt. Kommen Sie bald wieder. Sehr schön. Holen wir uns doch gleich den Shit hier mal noch. Oh, die Wespenkamera können wir quasi nicht kaputt machen. Das ist natürlich ärgerlich. Steigen wir aber erstmal aus und machen die Wespenkamera kaputt. Nein! Oh Mann, ey. Die hat mir gleich wieder Münzen geklaut. Aber wir sind mittlerweile bei 500. Wieder angelangt. Das ist schon mal gut. Ja. Und weiter geht's dann quasi bei Dr. Hibbert. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet gerne wieder ein zu Simpsons Hit and Run, wenn wir dann hier das Level von Apu weiter verfolgen.